Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Sea of Thieves. Letzte Folge episch zu Ende gegangen. Was trinkst du da, ey? Das ist voll hell. Davy Jones, was ist mit dir? Dein Getränk glüht. Ja, ich habe halt Glühgrog. Spiel weiter, ich tanze. Darf ich jetzt bitte meine Anmod zu Ende machen? Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, dass wir uns jetzt erstmal zum Beginn der Folge richtig ein zwischen die Zündkerzen orgeln. In diesem Sinne, auf die Männer aus Flake. Prost. Prost. So. Was sagt er? Ich hab schon längst einen drin. Ey, Alte, mach mal nochmal den Krug voll. Mach mal den Humpe nochmal voll. Lass mal die Luft aussehen. Natürlich gemein, ich hab körperlich nichts dagegen zu halten. Ne? Du hast körperlich gar nichts dagegen zu halten, ja. Tracy, schenk nach. Ich geh schon wieder sonst wo hier. Ich meine, okay. Du hast nicht mal ein Drittel von unserem Auftrieb, ne? So, zweiter Krug, Intake läuft. Oi. Freunde, ist das hell draußen? Ich versuche es auf ein Buch zu lesen. Also ich habe zwei Krüge drin und ich kann mich kaum noch an den Namen meiner Mutter erinnern. Oh, ich habe uns neue Segel freigeschaltet gerade. Was hast du? Ist das hier ist ein Buch, hell? Da kann man neue Segel sich freischalten. Ist schön, wenn man rankommt. Ja. Aber wenn dran... Oh, Alter, haut's einen... Oh, puh. Ich kotz bestimmt gleich. Ja. Wir müssen jetzt erstmal überlegen, was machen wir denn? Ich weiß nicht, immer so ein richtig schönes Standardding, einen Schatz suchen auf einer Insel oder so. Meine Nehmen wir die Goldsammlerflagge erstmal hissen? Oder... Oder Larina, mit Larina sprechen wegen dem Brief, den ihr uns geschrieben habt. Oh, jetzt geht's los. Der Springbrunnen ist eröffnet, meine Freunde. Wo seid ihr? Ich kotze auch. Hier, Mene, komm. Gönn dir die Erbsensuppe. Komm, Mene, komm. So, mit Larina. Oh, da, ihr hier, Schweine. Du hast mich angekotzt. Ich hab alle angekotzt. Oh, eklig. Hier, Aschetruhenversteck. Aschenschlüsselversteck? Nee, das sind doch nicht die... Alter, jetzt ist auch mal gut. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht von mir als Pirat, ja, dass ich nur zwei Grog vertrage. Ja, aber wer weiß, was da alles drin ist, gell? Ja gut, ich meine, jeder hat mal, ich hoffe, jeder von euch hat Monkey Island gespielt und weiß, was im Grog drin ist, von daher... Ja, klar. Nee, nicht auswendig. Oh, Treffer. Brilli. Ja? Brauchst du Würmer? Hier, bitte. Ich brauche keine Würmer. Hier. Ich brauche Wurmkur. Ja, bitte. Bleib doch mal stehen. Ihr macht rein ja und wahnsinnig. Dann geht's dir gut. Ja, ich bleib stehen. Komm, ich mache auch für dich. Bück das dich, sieht Junge. So geil aus, wie ihr langtuckelt. Ich mache nichts. Ne? Ich stehe einfach nur da. Kennt ihr das, wenn so ein Fass auf der Kante unten so hin und her sich so dreht und so eiert? So sieht es aus, wie der Zwiebel gerade läuft hier. Und wahrscheinlich bei dir wird so eine Leiter, die man so klunk, klunk, klunk von links nach rechts macht. So, okay, wir sind da. Sollen wir jetzt Goldsammler-Flagge machen? Dann muss hier noch einer abstimmen. Dann nehmen wir auch von denen die Missionen, oder? Okay. Ja, mach mal. Also siehst du, ich wollte übrigens, es gibt hier glaube ich noch ein Achievement, wenn man von jedem Ding irgendwie Level 30 Ding kann man noch nicht kaufen, ne? Was? Was willst du ja, kaufen? Schon. Ich kann schon weitere Sachen kaufen. Was willst du denn haben? Let's talk gold. Ja, aber kannst du das Level 30 Ding schon kaufen oder was? Von was denn? Von den Goldsammlern. Das Level 30, warte mal, ich glaube. Oben, dieser Goldseebär. Ja, den kann ich kaufen. Ich hab Kopfweh, ey, von dem. Jetzt finde ich Seebär. Wieso kannst du das kaufen und ich nicht? Ja, weil ich ja ein bisschen mehr gespielt habe als du. Ja, die 35 kann ich nicht kaufen. Wie viel kosten denn deine Aufträge unten? 120 im Moment. Ja, dann kauf du es, weil meine kosten nur 100. Mhm, okay. Ich kann das auch noch nicht freischalten. Warum eigentlich nicht? Weil wir zu schlecht sind. Yeah. Dann kauf du mal Missionen und die machen wir dann. Ja, habe ich. Mach das Schiff schon mal schön. Ja. Warte mal, ich will hier noch ein Dings kaufen. Man kann nämlich hier noch, es gibt ein Achievement, wenn man, glaube ich, von jedem Teil ein Stück trägt. Ja, das gibt also, es. Also Haken und ja, Ohr. Das gibt es, habe ich schon. Hast du schon? Ja. Redest du Haken, Ohr? Voila. Ich mache mich nicht schöner. Dann ist unfair für alle anderen. Ich stelle das Segel ein, Pulli. Ich stelle das Segel ein. Boah, das ist mal eine Höllenklampfe, ey, komm. Oh nee, das ist aber Benjo der wilden Rose. Das sieht ein bisschen aus wie... Nee, komm. Rosenpirat. Rille, jetzt kam deine Einladung zum Spielen. Ja. Zeitnah. Mhm. Okay. So, also, ich hol mir noch ein Holzbein. Wo gab's denn das jetzt nochmal? What do you want today? So, schneid mir bitte ein Bein ab. Was ist das denn für eine Scheiße?
Das ist das Segelbeck, Alter. Das war die Wiki, die wilden Männer oder was? Ich hab schon so krass gelacht und musste mich so zurückhalten. Das ist so ein hässliches Kacksegel, Alter. So geil. Hä? Warte mal, wie kann man sich denn selber sägen? Gar nicht, wa? Doch, wenn du so ein Emote machst zum Klatschen oder sowas. Achso, wie war das nochmal, das Emote? Welches hast denn du jetzt, welches Segel? V? Ja, das, was jetzt zugehört. Ach hier, Y. Der dunkle Kriegsschmied. Mal, wie findest du das denn? Also eine Augenklappe fehlt mir. Alles klar, eine Augenklappe. Bist du drauf, schwarz, klar. Oder nicht? Nein, nein, guck mal aufs große Segel. So, ja. Mir fehlt eine Augenklappe. Mit dem Kotenkopf aber schöner. Findest du, warte, ich hab noch eins. Wie findest du das? Hässlich. Das ist mir egal, aber das eine passt halt hierzu. Mach nochmal meins. Ja, der Winter. Nee, deins hab ich nicht, das kann ich nicht. Aber jetzt kommt der Winter, guck mal. Du musst das im Vergleich sehen. Ey, nichts so. Grünes. So, das war meins. Ah, das ist schon das Coolste. Nee. Doch. Ich finde das, Lass mir Zwiebel entscheiden. Ich finde den Phönix, glaube ich, am besten passend zum. Weil der passt so zu den Kanonen. Hell. Ja, der ist sehr hell. Zwiebel, kommst du mal? Ja, Moment. Der ist sehr hell. Der Aschedrachen, halt los, Aschedrachen ist nicht so hell. Das wäre doch ein Kompromiss. Hä? Den habe ich auch. Habe ich keine Holzbeine oder was? Ich habe da ein Holzbein an, verdammt. Falle ich hier vom Boot. Wann kann man denn vom Boot fallen, Alter? Ja, rückwärts laufen. Ja, aber wir haben doch ein Reling. Weißt du nicht, warum Taucher immer nach rückwärts übers Boot gehen? Ja. Warum? Damit sie sehen, wo sie herkamen. Nee, weil nach vorne würden sie auf die Fresse fallen. Ganz einfach. Kommt ihr jetzt? Guck gerade, habe ich noch ein Escape? Oh, 220.000 ist natürlich blöd teuer. So. Segel von Wild Rose. Es gibt auch zwei Bier zum Anstoßen als Segel. Kosten 49.000. Alter, warum lädt der denn die Scheiße nicht hier? Oh, Freunde. Goodbye. Also ich bin da. Ja, wir sind halt am Aufnehmen. Und ja, ihr kauft da die ganze Zeit. Nee, ich kaufe überhaupt nichts. Ich warte auf den Hauptsache, der gnädige Herr kauft sich nicht gerade wieder irgendeinen Hut oder so. Dann, weil dann wird es ja sonst ja, alles funktionieren. Ja, aber damit halte ich ja das Spiel nicht auf. Ah, nee, gar nicht. Naja. Komm, wir stimmen schon mal für die Mission ab. Also die Segel sehen gar nicht mal so schlecht aus hier. Sag ich doch. So, ja, aber warte mal, bleib mal da stehen. Sehen die besser aus wie die? So ein bisschen MSI-mäßig. Welche sind besser? Die oder das? Der Drache sieht schon ziemlich cool aus. Ja, jetzt musst du entscheidest. Drache. Siehst du? Aber es ist halt schade, weil der Drache nur auf dem Hauptsegel ist, nicht auf dem Vorsegel. Ja, ist egal. So, ja, jetzt lass los Drache. Hier, weiter. Da musst du noch unten jemand abstimmen, bitte. Damit Sponsored wir by MSI. Damit wir wissen, wo wir hin müssen. Flupp. Aha. Sehr schön. Vom weiten bekannten Davil Vincent gehorteter Schatz. Okay, wir müssen auf zwei Inseln. Einmal auf... Diese da, die sieht aus wie so ein... Übrigens, wenn wir Leute sehen, direkt... Wir greifen an, okay? Direkt von links von uns ist die. Lone Cove. Die habe ich ja noch nie gehört, Lone Cove. Das mit dem Loch drin? Nee. Weil direkt links ist nur die mit dem Loch, oder wo meinst du? Nee, noch weiter links. Also so fast hinter uns links sozusagen. Nordost, oder? Nordost ist es eigentlich nur. Also wie gesagt, wenn wir Leute sehen, die bumsen wir direkt. Ja. Okay. Wir haben so viel trainiert, wir sind jetzt absolut unschlagbar. Die werden richtig weggeflankt, gleich von Anfang an, genau. Ah, auf jeden. So. So, jetzt müsste sie so fast schon vor uns sein. Kannst du langsam auf geradeaus... Mit dem Loch drin, vielleicht? Ich will kein Loch drin. Ey. Alter, jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, genau. Ja, ich bin an der Karte, ich sehe nicht, ob da ein Loch ist. Schade eigentlich. Nee, das ist doch das Tor, du Nase, wo man durch muss für diese Events. Was ist die andere Mission? Ich bin doch schon dabei, Mann. Du lenkst ein. Shipwreck Bay, alles klar. Markiere ich das auch schon mal auf der Karte. Halt's Maul, Junge. Wir brauchen Beiboot, Freunde. Ohne Beiboot sind wir aufgeschmissen.
ist Igor eigentlich hier? Igor ist dabei. Mal neues Spiel aufgemacht. So, also Igor. Wir müssen gleich an Land stoßen, sozusagen. Jo. Ja, tun wir, sozusagen. Macht er da den Anker gleich? Ja, bin auf dem Weg. Ich könnte, wenn ihr wollt. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Hm. Jetzt. Da liegt ein Schatz. Perfetto. Hätten wir auch gleich komplett schwimmen können, soweit wie du wegparkst. Jo. Machst du schön, schöne Chicago-Wände hier, echt. So, ist hier Beiboot? Ich gucke nach dem Beiboot als allererste. Nimm mal das Ding, was da direkt liegt. Hab ich. Genau. Bye. Bye, Miss American Pie. From my Chevy to the Levy. Bye, my Beiboot. Ah, was heißt Skelette? Wie viele Arschlöcher? Oh, haben wir die lang nicht mehr gesehen, du. Schön. Muschelkopf und... Und plündert die Fässer für Essen und allem. Leute, ich habe hier so ein Kristall-Hoshi an der Backe. Kristall-Hoshi? Ja. So, hier hinten ist doch bestimmt ein Beiboot. So ein Kristall-Hoshi hier. Alter, hier ist wirklich ein Beiboot. Ich bin der Beiboot. Wie sagt man? Was war das denn? Hä? Deines zärtliches Nieserchen. Leute, ich bin der Beiboot-Typ, ne? Bist du? Und dann gehst du mit feinen Gewürzen und einem Saphir habe ich schon hier im Beiboot. Toll. Wollt ihr das alles, wollen wir die Schätze ins Beiboot packen oder was machen wir? Ja, gerne. Was für ein Beiboot? Was denn das? Aber oh, oh nein, geh weg. Bin ich? Ich brenne. Bin tot. Wie kannst du denn jetzt hier gestorben sein? Hilfe! Willi, wo ist denn dein Beiboot? Ja, da wo mein Name ist. Dann bleib mal da mit deinem Kackboot. Du bist da oben, Dicker. Ja, bleib doch mal da mit deinem Scheißboot. Ich bin doch da mit dem Kackboot. Hier. So. Wäre der Verdammten. Kann ich mir wieder nicht schütteln. Oh, mit Harpune. Oh, warte mal, ich muss erstmal hier Ruder benutzen. Du Ruder mal um dein Leben. Jo, fahr da über den Felsen drüber, das macht sie gut. Der ist doch da. Na guck mal, das ist sogar ein Beiboot mit so einem Ding vorne. Sag ja, mit Harpune. Ey, geh weg, ich seh doch nichts. Hier. Warum? So, bin wieder an Bord. Richtig hier. Krass. Ja, Mann. So ein Beiboot muss man erstmal finden. Die waren im Obi ausverkauft. Jo. Seine Connections spielen lassen. Soll ich Mene an Bord holen? Komm, warte, ich hole ihn an Bord. Er soll die Insel abklappern. Ja, ich so bin jetzt erstmal wieder am Leben. Kam halt so ein Skelett mit Kiste auf mich zu. Du navigierst mich, ne? Ja, genau. Wo willst du denn eigentlich hin? Jetzt ein Boot! Ach so, jo, hier um die Ecke rum. Weiter rum. Aber dann auch an Land kommen, ne, damit ich nicht jetzt hier mit den Kisten schwimmen muss. Ja. Geh mal da weg, Zwiebel, ich kann sonst nicht andocken. Ich dock uns einfach an. Nein, ich kann wirklich nicht andocken, wenn du da stehst. Halt's Maul, ruder einfach. Ich bin doch angedockt. Es bringt nichts, dein scheiß Seil. Jetzt mach weg. Nein, warum denn? Fahr doch einfach in die Richtung. Ich sehe es nicht. Fahr doch einfach in die Richtung, du knapp. Du musst da ja die Taste drücken. Jo. Ich weiß nicht mehr welche. Alle. Hallo. Wir sind doch da. Also muss ich doch schwimmen mit der Kiste. Wir sind doch da. Hallo, wo ist sie? Ja, am Schiff seid ihr, nicht an der Insel. Ja, kommen wir gleich auf die nächste Insel. Siehst du, jetzt hat's nicht geklappt. Das ist sie. Junge, ey, echt. Oh. Mal drehen. Mitten in die Fresse geschossen. Mal mitten in die Fresse rein. Mit dir, ich hör los, leichte Aggressivität. Nein, gar nicht. Die Korean Pines. Das ist irgendwo auf dem Weg. Also richtig, Mann, Alter. Ich bin total entspannt.
Dachte, na gut, das wäre dann. Warum kommt es nicht? An mir liegt's nicht. Also, ich schläge jetzt ab, ne? Also, geht doch. Ah. My boat is on board. Anker lichten. Boah, was ist denn das? Guck mal auf der Insel. Ey. Was? Guck mal auf der Insel, was da gerade gespawnt ist. Was ist denn da gespawnt? So ein Monster aus dem Event. Ja, den habe ich vorhin gelegt, ey, wo ihr da einfach in die Walachei hinten gerannt seid. Vor allem, ach nee, das ist Igor. Ich dachte, das Viech macht dich so. Nein, Igor jault, wenn es hier unten laut wird. Ich wollte schon das Viech schützen. Igor, sehr so nett. Ich lichte mal einen Anker. Ja. Wir müssen nach Süden. Ja, von mir aus. Ich bin schon auf Süden mit dem Kompass. Igor, ganz empfindlicher Kerl. Ist er. Aber er ist auch ein lieber Kerl. Kann er nichts machen für Emotion. Nein. Er wurde so erzogen. Immer Emotion. Emotion, wichtige Sache. Tschüss, Insel. Danke für Beiboot und 2-3 Schätzen. Gaia, dank dir. Südosten, bitte. Ach, jetzt will auf einmal wieder Südosten, weißt du? Da hast du schon alles auf Süden eingestellt. Und dann kommt wieder, ja, plötzlich mal in Südosten jetzt. War alles wieder neu kalibrieren. Ja, du bist schon so eingestellt. Alles neu kalibrieren, alles neu machen. So? Ja, aber an der Insel noch vorbei, also ist ein Stück. Ja, müssen erstmal die Segel hier optimisieren. Hier ist ja nichts optimiert. Ja, der mit seiner Optimizer. Was willst du denn optimizen, wenn der Wind von vorne kommt, du Knallkopf? Also, ich weiß ja, ich werde den Wind optimizen. Warum sind hier keine Gegner? Ich brauche Gegner. Jo. Dann meine Flinte laden. Kann man machen. Ja. Ich habe mir jetzt einen Spruch zu dir und deiner Ehefrau mal verkniffen. Die Flinte war direkt geladen, du. 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 Ja, übernehme ich als Zwiebelsjob, wenn es keiner macht. Ich wollte gerade anfangen. Ich mach Wodka. Komm her, ich zupf einen flotten Darm, bleib hier. Wo ist Wodka? Ich spiel Bass. Sag mal, was ist denn los mit dir? Hört sich das lächerlich an, wenn du nur die Klimper spielst, ja. Alter. Aber ich tanze trotzdem. Mann, du hast ja richtig lockere Hüfte, du. Ja, wäre schön, wenn ihr mal den Wind drehen könntet spielen. Wind kann man nicht drehen. Warte, ich gebe mal einen /God-Mode. Turn Wind. Links, rechts, oben, unten, links, rechts, sind rechts, wir noch select, Kurs? Select oder so ähnlich. IDDQD. Sind wir noch im richtigen Kurs? Ja, bist du. Ja, wir müssen noch ein bisschen östlicher. Noch ein bisschen östlicher. Muss ich wieder alles neu... Geh weg mit deiner Wanst! Mit deiner Wanst? Verliert er schon seine Sprachfähigkeiten. Geh weg! Besser? Geh weg mit deiner Wanst! Geradeaus! Nichts mehr Wanst, dieses Arsch! Ja, dieses Arschwanst ist bei dieselbe. Gleiche Kaliber, ich weiß. Ich einmal drauf haue, morgen noch wabbele. Gib den 9,8 den Epizentrum. Geh mal kurz hoch aufs Krähennest, weil vor uns ist ein Gegner. Gruß. Was ist? Ja, wo Gegner? Richtige, geh mal weg, ich will Gegner sehen. Richtige Menschen. Geh mal mit deinem Arsch aus dem Weg. Richtige Menschengegner. Wo denn? Das ist eine Insel, du Lo. Also, wir müssen erstmal ein bisschen weiter nach links. Hinter uns, Mann. Nee, das ist ein Vor. Nee, die sind da Richtung Insel. Ey, Zwiebel, wirklich, ich sehe doch gar nichts. Stopp. Warte mal, ich muss mal gucken. Jetzt muss ich wieder runter, weil hier... Nein, fahr geradeaus, alles gut. Du fährst genau zwischen Inseln durch. Nee, ich meine, ob er auf die richtige Insel zufährt. Kannst du mal unten an der Karte gucken? Jo. Wo sind die Gegner? Ich guck, ob ich sie sehe. Achso, Kartentisch war da hinten. So, wo wollen wir denn hin? Die sind schon zu weit weg. Wo wollen wir denn hin? Shipwreck Bay? Na, das Eingekreiste. Ja, Shipwreck Bay, sag ich ja. Dann könntest du noch ein bisschen weiter nach Süden fahren. So, 2 Strich mehr nach Süden, Junge. 2 Strich? Was soll denn 2 Strich auf meinem Kompass bedeuten? Gut, da, genau. Ja, so ist okay. War zu weit.
Hier ist Bastio. Ja, mei, die Insel hat ja auch eine gewisse Breite, ja. Ja, Shipwreck Bay, die hat vor, davor wieder diese Felsen und Kanten und so. Ja, du hast auch Felsen und Kanten. Da sind sie, da sind sie. Ich sehe das andere Schiff. Wo? Sag's doch einfach mal. Ja, direkt vor uns. Was soll ich denn sagen? Das sieht man von unten nicht. Da muss man hier oben, mit dem Fernrohr gucken. Die fahren aber weg. Gott verdammt, die haben Angst vor uns. Gott verdammt. Verflügt. Und das ist so ein kleines Minischiff. So ein Beiboot oder was? Nee, so ein Typ kleiner, als wir das fahren. Das haben sie gedreht, jetzt kommen sie, glaube ich, müssen wir optimisen. Nix optimisen, hier werden Kanonenkugeln geholt. Brandbomben und Kanonenkugeln. Genau, Blas zum Angriff. Blas den Schnodder den ins Gesicht. Blas die Schnoddertrompete. Sind die auch auf der Insel oder was? Jetzt sind sie genau hinter der Insel, jetzt kann ich sie nicht mehr gut sehen. Jo, mei. Die haben angelegt an der Insel. Ja, komm, wir jetzt wissen die, dass wir da sind? Die bewegen sich nicht mehr. Ich glaube, die haben angelegt. Ja, dann legen wir auch an und wir legen es drauf an. Ne, wir legen nicht an. Wir fahren mit dem Schiff dahin, wo die angelegt haben. Ja, Mann, wir stecken in das Boot und dann rechts um die Insel rum. Ne, sie fahren doch wieder. Sie fahren doch wieder. Mach ich doch. Haben gewendet. Haben gewendet? Ja, ja, sie fahren jetzt weg. Sind die doch schneller als wir? Besser als wir? Nee, wieso? Einer ist besser als wir. War dann natürlich ironisch gemeint. Aber die können ja auch nicht so wie Wind haben, oder? Ja, die fahren jetzt quasi von Ost nach West. Die sind deutlich schneller. Und die holen wir nicht ein. Warum siehst du die? Ich sehe, ich habe noch nichts gesehen. Alter, wie oft soll ich es dir noch sagen? Du musst auf dem Krähennest mit dem Fernrohr gucken, sonst siehst du die nicht. Und wo um die Insel, links oder rechts rum? Nee, wir müssen auf die Insel drauf. Ach so, aber dann ist mit Kanonen schwierig. Ja, die fahren doch weg, die kriegen wir nicht mehr. Ach so. Ja, mei, dann. Aber die fahren tatsächlich immer einen Zickzack. Jetzt fahren sie schon wieder. Also, die fahren immer noch weg, aber in die andere Richtung. Weil sie es nicht können. Die haben nicht so einen guten Captain, der was straight ist. Ich weiß jetzt nicht, was deine sexuelle Orientierung damit zu tun sehr hat. Sehr straight. Ich war auch auf dem Christopher Straight Day. Der war nur rot. Da gab es nur rot als Farbe. Geh weg mit deiner Wands. Nein. Siehst du, was das Wetter davon hält? Was? Wieso? Oh. Shipwreck Bay. Die alte Heimat. Mit dieser Insel habe ich noch so manche Rechnung offen. So, mach mal das Segel weg. Die Folge ist zu Ende. Ihr könnt da runtergerutscht. Klapper gestellt. Oh, ich bin am Anker, wenn soweit sein soll. Auch nicht. Ich mache jetzt Anker. Noch nicht? Ich mache jetzt Anker. Da. Jetzt mache ich Anker. Ich mache jetzt Anker. Ich wette, die warten jetzt, bis wir angelegt haben, und dann kommen sie. Dann fahr da einfach um die Insel rum, Mann. Fahr rechts rum hier. Nee, da fahren wir ja zu denen. Ja. So. Jetzt können wir ankern. Hier können wir wenigstens noch reagieren. Ja. Igor hat genossen. Gesundheit. Hast du das gehört? Igor, bist du krank? Brauchst du Aspirin? Was ist daran lustig? Ja, gut. Ja, wirklich gut. Der war so... Sind die das? Ja, wo denn? Da! Ja, das ist die richtige Richtung, genau. 12 Uhr. Von dir aus, ja. Ja, fahr hin mal mit dem kleinen Einsegler da. Fahr von da hin. Von mir aus 12 Uhr, sagt er. Los, fahr da hin. Nein. Doch. Wir holen jetzt den Schatz von dieser Insel erstmal. Mann, scheiß doch auf den wir Schatz, sind doch Junge. Weit weg. Wir machen jeden Platz, der uns auf die Flinte kommt, hier vor die Flinte kommt. Ja, kommen sie ja nicht. Die fahren ja mal weg von uns. Sind ja nicht auf unserer Flinte. Ja, war. Wir müssen sie im Auge behalten. Und dann drehen sie wieder um und knallen uns hier weg. Was sollen wir denn jetzt machen hier eigentlich? Ah, an dem gestrandeten Ruderboot an der Küste gen Südwesten verbirgt sich ein Hinweis. Nur mit Musik gibt er sich preis. Südwest. Wo ist mein Kompass? Hier. Das ist Igor. Ach so. So, Südwest, das Strand. Da sind wir doch.
Ruderboot. Hier ist ein Ruderboot. Hier, oh. Hier, hier. Oh. Doinke, doinke, doinke. Bei mir, wo ich bin, doink. Ich komme. Doink. Mach mal Musik. Spiel mal ein Lied. Ja, spiel mal. Oh, oh. Ja, das war gut. Ja, mei, die hat mich jetzt erschrocken ein bisschen. Da kommt noch so ein Arschloch. Haben wohl das Lied nicht so gut gefunden. Bene, was machst du da? Ja, ich beobachte die. Okay. Da oben glitzert was. So, erreichst du unter den eingesperrten Überresten des meuternden Piraten gen Westen, so verzweifle nicht. Grab 6 Schritte gen Nordost und bring den Schatz ans Licht. Oh, Mene, da sind Geister bei dir. Hm. Komm mal, klein mal frei, ne? Ja. Essen ist halt da. Und hier drüben, Mene, ist noch ein Schatz auf der Insel. Ich schwimme mal schnell rüber. Könnte auch eine Flasche sein. Haki, hoi! Das ist eine Flasche. Ja, die sind ziemlich weit weg. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Eingesperrten Überrest. Also der ist wahrscheinlich in so einem Bibel, auf der Insel, wo du gerade bist, ist da irgendwo so ein Käfig, wo jemand drin ist, so eine Leiche? Ich gucke. Moment, bitte. Ich sehe sie immer noch. Die kreisen hier die Insel um. Negativ, ich kann nicht bestätigen. Wo soll das denn jetzt sein? Wir sind doch hier vor. Oh, da kommt noch ein Schiff. Och nee. Wo? Oh oh. Dum, 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 dum. Wir sind doch hier voll im Westen. Das ist aber ein großes, was da noch kommt. Kommt das auf uns zu? Mhm. Ja. Sag, wenn es brenzig wird, dann kommen wir und schießen es weg. Von wo? Oh, da oben ist ein Schatz! Wie kommt man denn da hin? Das dürfte aber unsere Größe sein, das Schiff. Ja? Ja. Aber auf jeden Fall größer als die anderen. Die haben jetzt gerade mal die Segel komplett um 90 Grad weggeknackt. Aber das ist, glaube ich, ein Geisterschiff. Nee, die Geisterschiffe machen doch keine Segeloptimierungen. Ich weiß es nicht, aber die glitzern auch wieder so. Leute, seht ihr mich? Ich hole den Schatz hier vom Ja, hast du. Es gibt übrigens auch noch ein Achievement, wenn man 20 Schätze an Bord hat. 20? Mal, oder? Ja, 20. Nee, hatten wir noch nie. Stimmt schon dreimal. Ja. Aber das kleine Schiff habe ich jetzt, das kleine Boot habe ich aus dem Blick verloren. Naja, ich sehe das auch nicht mehr. Nur noch das große da hinten. Muss pinkeln, Leute. Wir machen jetzt erstmal eine neue Folge. Doch, da ist das kleine, ich sehe es. Wo? Quasi fast hinter uns. So, wir müssen jetzt eine neue Folge machen. Ich muss pinkeln. Ja, ich habe auch Druck auf der Pfeife. Dann machen wir es ganz schnell, damit wir hier auch nicht verpassen, wie die jetzt zu uns kommen. Ach, da hinten. Alles klar. Nee, das ist glaube ich, ein Vormähne, was du da hinten meinst. Nein, ich habe alles. Jetzt siehst du gerade nicht. Die sind gerade hinter diesem Stein. So, mach mal. Wer war dran? Bibel, ne? Bibel. Ich? Mach mal, okay. Mach mal schnell. Dann, also, wir gucken hier alle mit denen gespannt über die Reling mit unseren Fernrohren und warten darauf, dass uns ein Schiff hier besucht. Und bis zum nächsten Mal hoffe ich mal, dass wir hier mit mehr Action aufwarten können. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.